Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mucker. Viel Spaß bei dem Video zum FIFA Manager 2020. Das nächste Spiel, wie ihr hier seht, ist gegen Uerdingen. Da spielt Kevin Großkreuz, soweit ich weiß, aber das ist jetzt, hat jetzt gerade keine Relevanz. Gibt es hier irgendwas Neues? Nein. Aus der Bundesliga irgendwas Neues? Die waren alle letztes Mal schon da. Dritte Liga gucken wir natürlich auch noch. Es sind immer noch die drei Transfers. Also nicht. Und Putaro ist verletzt. Sehr schön. War natürlich sarkastisch. Verletzungen sind nie schön. Niedermeyer, du hast gerade einen Vertrag von mir bekommen. Jetzt streng dich auch mal gefälligst an, doch. Ich nütze die jetzt erstmal. Aber hier Kessel. Ich bin mir nicht sicher. Wobei es die letzten beiden Spiele ja nicht so gut geklappt hat. Das muss man ja auch klar sagen. Ja. Zack, zack, zack. Chemnitz hat 4 zu 3 gegen 1860 gewonnen. Damit, ist Meppen das einzige Team ohne Punkte? Die haben auch schon gespielt. Ja, haben sie. Ich hier aber nicht, soweit ich sehe. Wir sind auf einem Abstiegsplatz, aber mit einem Spiel weniger. Zack. Ihr könnt sehr gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Der ist verlinkt, glaube ich, unter jedem Video, hoffe ich. Ist zumindest so eingestellt. Wenn nicht, im Kanal auch. Mocker32 mit 2K. Das streame ich ab und zu. Natürlich so, wie es die Zeit zulässt. Auch verschiedenste Spiele von Trackmania über Crusader Kings. Über meinetwegen auch mal den Manager. Meinetwegen Civ. Ja, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr euch wünscht. Wenn ihr Wünsche habt, was ich streamen soll, gerne in die Kommentare, dann schreibe ich, ob ich vorstellen kann, das Spiel überhaupt hab oder kann, möchten, können. Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. So, Teamauswahl. Jetzt wird's spannend. Lasse ich den Kessel mal drin. Den lasse ich jetzt mal drin. Den Gordon, der kommt auch von der Bank weg. Da kommt Ziegele. Und der Wiebe, der darf auch mit rein für Armada. So. Die Bank muss bei Wiebe geortet sein, das geht sonst nicht. Das ist auch ein rechts. Links darf nichts passieren. Nee, alles lassen, also alles gut. Es muss mindestens hier U23 Spieler beinhalten. Dann kommt der Ademi raus und dafür Otto rein. So, Martin Kobylanski fehlt es an Spielpraxis. Schön. Okay. Hat Uerdingen heute nicht Großkreuz dabei? Gut, gucken wir gleich mal nach, ob er gesperrt ist oder so. Ihr seid aus gutem Grund Favorit.
Konzentrierte Abwehrleistung, Vertrauen in euch, Effizienz vorm Kasten. Bla bla bla, los. So, Großkreuz, der ist hier. Du spielst eigentlich. Hab ich nicht gesehen. Entschuldigung. Also ich versuche die nachfolgenden Folgen, ich versuche die Folgen so bei 20 Minuten zu halten. Ich habe jetzt mir ein neues Schnittprogramm angeeignet, DaVinci Resolved. Ich glaube, so heißt es. Damit muss ich erstmal mich noch ein bisschen einfuchsen. Das wird aber jetzt nach und nach. Mein Aufnahmeprogramm ist immer noch das gleiche. OBS. Und Tor! Aus dem Nichts! Manfred Osei Kwando. Also ich weiß, nee, ist nicht dissimisch. Nicht steinigt. Mir ist schon bewusst, dass der Quadwo heißt und nicht Quando, aber ich finde Quando schöner. Vorlage kam übrigens von Kessel. Da hat sich schon ausgezahlt, dass wir ihn drin gelassen haben. Sag mir, Quando, sag mir, wann du das nächste Tor schießt. Aber mit diesem einen Sieg sind wir jetzt schon wieder auf Platz 8. Wir können theoretisch vorrücken bis auf Platz 5, so wie ich sehe. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Da sah Fesic nicht gut aus. Damit sind wir wieder zurückgefallen. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Selim Gündüz. Was soll ich dazu sagen? Es nervt mich. So, ich habe die jetzt angebrüllt. Dass sie sich mal zusammenreißen sollen. Dass sie stolz sein sollen, einen Löwen auf der Brust zu tragen. Etc. pp. Ich gehe kontrollierte Offensive. Sag, sie sollen ein bisschen nach vorne rücken. Und drücken. Genau das darf dann nicht passieren, dass ich Kiewski auswechseln soll. Der Einzige, der ist irgendwie halbwegs. Ich will den ja auch gar nicht auswechseln. Ist das jetzt rechts oder links? Links. Ja, dann Feigenspruch. Kiewski hat die gelbe Karte und Oerding die Ecke. Rodriguez bringt sie rein. Aber Niedermeier klärt zurück, aber zu Rodriguez. Geblockt von der Braunschweiger Hintermannschaft. Aber Oerding weiter im Ballbesitz. Aber damit ist die Szene vorbei. Kiewski bringt den Ball rein.
Niedermeier mit dem Tor, aber es ist aberkannt, weil er vorher gefoult haben soll. Für Marcel Bär kommt Jari Otto und Danilo Wiebe für Wössner. Wir machen heute sehr schnell, sehr, sehr schnell alle Flanken. Alle Flanken. Oh. Alle Wechsel. Und gehalten von Vollard. Eckball für die Löwen aus der Okerstadt. Aber geklärt. Von der Oerdinger Hintermannschaft. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Fourier. Zurück zu Kiewski. Der bringt den Ball. Otto auf rechts ganz frei. Ah! Schieß doch selbst! Schieß doch selbst, Otto! Ich hab doch Vertrauen in dich, deswegen bist du überhaupt in der Mannschaft. Mein Gott. Oh, Großkreuz über die rechte Seite. Aber geklärt von Braunschweig. Man hört ja, ich komme aus der Braunschweiger Region. Also ich weiß nicht. Und Elfmeter! Mein Gott, Kammerbauer mit dem Foul. Der wird nach links oben gehen, Fesic. Links oben. Den hältst du. Dahin. Ich sag's doch. Spring doch einfach hin. Jean-Manuel Mbom. Mbom? Es läuft hier gar nicht in unserer Managerkarriere. In meiner, in Anführungszeichen, privaten bin ich aufgestiegen und jetzt in der zweiten Liga, zweite Saison in der zweiten Liga, stehe ich schon wieder auf einem Aufstiegsplatz. Aber jetzt nochmal Poirier. Wir müssen alles nach vorne schmeißen. Es ist egal, ob wir 2-1 verlieren oder 3-1. Wichtig ist, dass wir überhaupt die Chance haben auf das Tor. Und wieder abseits, das zweite aberkannte Tor, das gibt's doch nicht. Der Schiedsrichter hat was gegen uns. Und das werde ich nachher bei der Pressekonferenz auch sagen, dass dieser Schiedsrichter unter aller Kanone ist. Aber Fesic hat heute auch keinen Sahnetag. Da 3-1. Das Spiel haben wir wohl verloren. Es ist zum Mäusemelken. Und schon wieder ein Foul von Niedermeier. Was soll denn das? Und da ist der Abpfiff. Jetzt werde ich aggressiv. Zack. Schrei die nur an, bis mir das nicht passt und haue ab. Ihr Team erlitt eine enttäuschende, einzustufende Niederlage gegen Uerdingen und die Fans sind, weiß Gott, nicht glücklich darüber.
Bla bla bla. So. Wie fühlt sich das an? Natürlich bin ich enttäuscht. Ich äußere mich nicht. Ich muss sagen, dass es eine miserable Entscheidung war. So sieht's aus und nicht anders. Auch wenn ich dafür jetzt Ärger bekomme. Bla 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 bla. So. Ja, das sind natürlich die sowohl die Fans als auch der Vorstand geschockt. Und das verstehe ich. Zur Kenntnis nehmen, zur Kenntnis nehmen. Ich kann momentan leider keine Spieler kaufen. Den möchte ich haben. Ich dachte, null. Ja, gut. Den möchte ich natürlich nicht haben. Zack. Das soll der Vollmann machen. Ich wurde vom Verband ermahnt. Ist in Ordnung. Ich bin halt der Prellbock für die Mannschaft. Verwerfen. Verwerfen. So einen Spieler möchte ich nicht bei Eintracht wissen. Ehring verletzt, aber nur ein, zwei Tage. Das heißt, er wird nur das Training nicht mitmachen können. Damit ist der Wechsel zu Braunschweig abgeschlossen. Das ist in Ordnung. So, da speichert das Spiel wieder. Das ist das Zeichen für uns, die Aufnahme zu beenden. Also für mich ist es das Zeichen, die Aufnahme zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich schon. Wir gucken uns wie immer noch die letzten Mails an. Ja. Grüß den mal. Und Trikotnummer bekommst du. Welche Position hast du eigentlich? Das ist peinlich, dass ich das nicht mal weiß. Ja, passt schon. Ja, passt schon, ne? Ja. Wie schon gesagt, das Video ist jetzt hier vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei meinem Twitch vorbei. Es bleibt mir nichts weiter zu sagen als, wenn ihr Vorschläge habt, was ich hier auf dem Kanal bringen kann, was ich hier beim Manager besser machen kann, schreibt super gerne in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar. Ich habe ja auch noch nicht viele, sind wir ehrlich. Aber wenn ich welche bekomme, lese ich sie. Ich beantworte sie auch. Und dann, ich verspreche nicht, dass ich drauf eingehe, aber es ist ja alles möglich. Gut, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, ciao, euer Mokka.